Ja, ich denke, wir sind schon auf Sendung, oder bin ich da richtig? Ganz genau. Ah ja, genau. Okay. Dann werden wir noch einen kleinen Moment warten, bis wir alle eingerichtet sind. Und dann legen wir auch gleich los. Genau, jetzt so. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, liebe Vertreterinnen und Vertreter des Bauherrn, ich darf Sie alle recht herzlich zur Erörterungsveranstaltung zu den Orleanshöfen begrüßen. Mein Name ist Jörg Spengler, ich bin Vorsitzender im Bezirksausschuss Auheithausen und ich darf heute zusammen mit meiner ersten Stellvertreterin, der Lena Störzer und unserer Internetbeauftragten, der Sonja Rümelin, diese Veranstaltung moderieren. Zunächst, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Information an Sie, wie Sie heute an dieser Bürgerbeteiligung auch mitmachen können. Es gibt neben Ihrem Stream auf der Internetseite von München Mitdenken einen Chat. Und über diesen Chat können Sie jederzeit von jetzt an Diskussionsbeiträge, Anregungen und Fragen formulieren. Wir versuchen dann am Ende oder nach den Fachvorträgen auf möglichst alle Ihre Fragen und Anregungen einzugehen. Genau, dann darf ich Ihnen unsere Vertreterinnen der Stadtverwaltung vorstellen. Das ist an allererster Stelle die Frau Weidner, die sich verantwortlich zeichnet für den Städtebau und die Verfahrensfragen. Dann haben wir zu Gast die Frau Karsch-Frank, die für die Grünplanung zuständig ist, die Frau Esch, die uns Antworten geben will auf die Verkehrsplanung und den Herrn Naske, der, so sie denn nötig sind, die juristischen Fragen beantworten wird. Und dazu haben wir von der Bauherrenseite den Herrn Thomas Schmidt von der GVG heute zu Gast, der uns mit seinem Team aus Architekten vom Tele-Internet-Café und von Treibhaus dieses Bauprojekt in detaillierter vorstellen wird. Zum Ablauf vielleicht noch ganz kurz, zunächst eben Frau Weidner, die uns skizzieren wird, wie dieses Bauprojekt, das Bauvorhaben zustande gekommen ist und was da der aktuelle Stand momentan ist. Dann eben Herr Schmidt von der Bauherrenseite, der uns einen kurzen Überblick über dieses Bauprojekt gibt. Und dann dürfen wir oder ich vom Bezirksausschuss auch eine kurze Stellungnahme abgeben. Wir haben dieses Bauvorhaben in unseren Gremien auch beraten. Und dann sind Sie wieder dran oder werden wir auf Ihre Fragen eingehen oder versuchen, darauf einzugehen, nochmal die Adresse oder die Möglichkeit auf München Mitdenken, da wo jetzt auch der Stream läuft, über die Chat-Funktion bitte Fragen, Anregungen, Beiträge hineinschreiben und wir versuchen das dann im Anschluss zu beantworten. Genau, genug der Vorrede, dann würde ich auch schon das Wort an Frau Weidner übergeben. Bitte schön, Frau Weidner, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Spengler. Ich gebe gleich eine Präsentation frei. Ist die Präsentation freigegeben? Spengler? Gut, danke schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte digital Anwesende in diesem digitalen Raum heute. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen von Seiten der Stadtverwaltung zu dieser für uns eher außergewöhnlichen Erörterungsveranstaltung. Für den Bereich zwischen Ostbahnhof und Heidenauplatz östlich von der Orleansstraße und zwischen den Gleisanlagen wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt. Die Öffentlichkeit hat seit dem 16. April die Möglichkeit, sich auch bis zum 18. Mai über die Ziele und Zwecke dieser Planung zu informieren und hat die Möglichkeit, sich zu äußern. Der Vorsitzende vom Bezirksausschuss 5, der Herr Spengler, hat die Verwaltung gebeten, die vorgesehene Planung in dieser Veranstaltung Ihnen vorzustellen, Sie zu informieren und auch mit Ihnen zu erörtern. Corona-bedingt findet diese Veranstaltung digital statt. Das Planungsreferat testet derzeit bei verschiedenen Projekten im Stadtgebiet diese neue Beteiligungsmöglichkeit.
Bisher fanden diese Veranstaltungen ausschließlich in Präsenz statt, meistens in der Turnhalle oder in größeren Gasträumen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht alles gleich klappt oder funktioniert. Es ist aber so, dass alles, was Sie heute sagen oder in den Chat schreiben, besser gesagt, dass all diese Fragen mitgenommen werden und auch Anregungen und mit einfließen, wie auf allen anderen sonstigen Äußerungsmöglichkeiten, zu denen ich später noch komme. Es geht heute um eines der letzten unbebauten Grundstücke in Haidhausen. Das Planungsgebiet hat das Potenzial, den Stadtteil baulich abzurunden und in ein Gesicht zur Bahn zu geben. Es soll ein innerstädtisches, gemischt genutztes, sehr urbanes und dichtes Quartier entstehen mit 450 Wohnungen, mit dem Angebot für Büroräume und auch für Einzelhandel. Bevor, wie Herr Spengler schon gesagt hat, der Entwickler selbst sein Projekt genauer vorstellt, komme ich jetzt erstmal zu einer Einordnung dieses Verfahrens und klicken. Gut. Ich stelle Ihnen kurz vor, wie das Verfahren bis heute vonstatten gegangen ist. Ich sage ein paar Worte zu der Lage des Planungsgebietes. Ich stelle Ihnen die Planungsziele vor, die der Stadtrat gefasst hat für dieses Gebiet und erläutere, wie der vorlaufende Wettbewerb stattgefunden hat. Danach noch zeige ich Ihnen, wie das Bebauungsplanverfahren insgesamt abläuft und wo der heutige Verfahrensschritt einzuordnen sind. Und Sie werden noch erfahren, wie Ihre Möglichkeiten zur Äußerung sind. Hier für alle Interessierten jetzt nochmal die Verortung des Planungsgebietes. Wir haben das Planungsgebiet gekennzeichnet in einem Stadtfoto. Hier sieht man die besondere Lage einerseits die Gründerzeitbebauung von Haidhausen, die weite Gleisfeld und die Gewerbebebauung von Berg am Lein auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Dieses Planungsgebiet hat schon eine lange Planungsgeschichte. Erstmalig hat sich der Stadtrat vor 25 Jahren mit diesem Bereich gefasst. Das ist der Zeitpunkt, als die Deutsche Bahn ihre Flächen von der Nutzung freigestellt hat. Damals hat der Stadtrat 1996 einen Einleitungsbeschluss für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme getroffen, die so aber auch nicht mehr weiterverfolgt wurde. 2001 fand dann ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb über dieses Areal statt, und zwar im Zusammenhang mit der Gesamtplanung rund um den Ostbahnhof. Damals ging es auch um das Werksgelände auf der anderen Seite der Bahnanlagen, aber eben auch um diese von der Bahn freigegebenen Flächen. 2004 wurde dann ein Aufstellungsbeschluss für einen Teilbereich dieser Flächen gefasst vom Stadtrat. 2006 fand dann erstmalig ein Wettbewerb für das jetzt in Rede stehende Grundstück statt, um dann im Jahr 2008, also auch schon 13 Jahre her, einen Aufstellungsbeschluss auch für dieses Areal zu fassen. Hier sieht man nochmal kurz einen Überblick. Also 2004 wurde der nördliche Bereich nördlich vom Heidenauplatz für einen Bebauungsplan vorgesehen. Und 2008 kam diese südliche Fläche hinzu. 2008 war dann auch ungefähr der Zeitraum, als die Planungen eingestellt wurden, denn der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, der sich wesentlich verzögert hat und hier ist ja auch ein Planungsstopp gab, hat dazu geführt, dass diese Flächen von der Bahn weiterhin reserviert wurden und hier keine weiteren über kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten gedacht werden konnten. Bis zum Jahr 2016, also vor knapp 5 Jahren, wurden die Planungen dann wieder aufgenommen. Einmal, weil es jetzt Planungssicherheit für den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke gab, also der Planfeststellungsbeschluss für die damals projektierte Lage der S-Bahn-Stammstrecke war rechtssicher. Das heißt, man weiß seitdem, welche Flächen zur Verfügung stehen.
Zum anderen wurde die Bereitstellung von Wohnungsbau immer dringlicher und eben die Prüfung und der Eignung dieser Fläche auch für einen höheren Wohnanteil und auch sonstige weitere Rahmenbedingungen nach der fortschreitenden Zeit haben dazu geführt, dass man das städtebauliche Konzept, das man 2008 den Aufstellungsbeschluss zugrunde gelegt hat, den der Stadtrat getroffen hat, nochmal überarbeitet wissen wollte und deswegen einen kleinen Wettbewerb gemacht hat in Form eines kooperativen Verfahrens mit. Dazu komme ich später noch. Die Rahmenbedingungen dieses Grundstückes sind sehr speziell und sehr komplex. Der Flächennutzungsplan, der derzeit gültige, zeigt hier auch die wesentlichen Dinge. Einmal haben wir aktuell ist es noch überwiegend als Bahnfläche dargestellt. Im Norden ist eine Verwaltungsfläche dargestellt. Das ist eine bahneigene, damals eine bahneigene Verwaltungsfläche noch gewesen. Die Gebäude sind ja zwischenzeitlich abgerissen. Wesentlich aber als Planungsziel, als stadtentwicklungsplanerisches Ziel ist hier dargestellt einmal eine übergeordnete Grünbeziehung entlang der Bahnlinie und zum anderen die stadtstrukturell bedeutende alleeartige Begrünung entlang der Orléansstraße. Das Planungsgebiet selber sieht man eben im Westen, ist es die gründerzeitliche Stadterweiterungsbebauung mit der Blockrandbebauung, die ja sehr geschätzt wird und auch das interstädtische urbane Leben ausmacht, Heidhausen. Im Osten ist das weite Gleisfeld und daran anschließend die Gewerbestrukturen von Berg am Laim, eine großmaßstäbliche Bebauung, die ja sehr stark im Umbruch derzeit ist, ganz wesentliche Neuorientierung im südwestlichen Bereich, was das Werksviertel betrifft. Das Planungsgebiet ist hohen Lärmbelastungen ausgesetzt, die Sie wahrscheinlich selber kennen und täglich erfahren, einmal über das Gleisfeld und die Gleisanlagen, die Bahn als Emittent, aber auch die Verkehrsemissionen, die Lärmemissionen aus dem Verkehr der Orléansstraße. Das Planungsgebiet ist etwa 3,75 Hektar groß und ist im privaten Eigentum, genau. Hier nicht ganz aktuell, aber dieser Plan verdeutlicht doch sehr genau, wie auch die Abhängigkeiten zu dem Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke auf diesem Gelände sind. Und zwar gibt es sowohl zeitliche als auch räumliche Schnittstellen zu den Planungen, die ja derzeit gerade noch einmal verändert werden. Die planfestgestellten Trasse wird nochmal modifiziert derzeit über den neu heißt es PFA 3 Ost. Das heißt mit einer neuen Trassenführung der S-Bahn-Stammstrecke mit einem Haltepunkt nicht am Orleansplatz, sondern auf Höhe der Friedensstraße. Trotz allem bleiben die wesentlichen Randbedingungen auch für dieses Grundstück gleich, auch wenn sich die Trasse ändert. Also einmal gibt es temporäre Abhängigkeiten, das heißt, der nördliche Teil wird die nächsten Jahre für den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke benötigt werden. Dauerhaft wird es aber auch Einschränkungen geben oder Bedingungen geben, die die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen ermöglicht für das Planungsgrundstück. Und es gibt auch dauerhaft Einschränkungen, was die Unterbauung des Grundstückes betrifft, aufgrund der Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke. Das führt dazu, dass der in Rede stehende Bebauungsplan 1956 einmal in einen nördlichen und südlichen Teil geteilt wird. Wir sprechen heute über den südlichen Teil und auch dieser Teil wird nochmal in zwei Teilbebauungspläne aufgeteilt werden und zwar einmal in einen Teil A, das ist der südliche Bereich, der von der Baustelleneinrichtung und von der Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in den nächsten Jahren nicht betroffen sein wird und einmal in den Teil B, der erst in Angriff genommen werden wird, wenn die zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut wird oder der Bau fertiggestellt ist. Derzeit voraussichtlich ab 2028.
Der Stadtrat hat im Jahr 2008 schon Planungsziele für dieses Grundstück festgelegt mit seinem Aufstellungsbeschluss. Und zum einen sind es soll eine Stadtkante zwischen der Orleansstraße und der Bahnstraße ausgebildet werden, die einerseits die Besonderheiten des Gründerzeitviertels aufnimmt zur Orleansstraße, andererseits aber auch ein Gesicht zur Stadteinfahrt, zur Bahn herausbildet. Und es soll auch in dem Bereich soll auch ein Hochpunkt mit integriert werden. Das war 2008 so noch nicht beschlossen, aber ist Teil als des gestalterischen Ausformung dieser Stadtkante oder ein Mittel zur Ausformung dieser Stadtkante. An Nutzungen ist vorgesehen eben ein nutzungsgemischtes urbanes Quartier mit einem Wohnanteil von mindestens 50%. Das hatte man eben auch im Jahr 2008 schon so als Ziel formuliert. Und dass die angebotenen Wohnungen sollen, wie für München typisch, der Münchner Mischung entsprechen, also auch möglich sein für alle Bevölkerungs- und Einkommensschichten. Was die Grün- und Freiflächenplanung auf diesem Grundstück betrifft, ist eindeutig auch aus den Zielen vom Flächennutzungsplan entwickelt, der Erhalt des Baumbestandes der Orleansstraße. Und dieser Baumgraben mit den Alleebäumen ist tatsächlich auch die Planungsgrenze für dieses Planungsgebiet. Es sollen vielfältig nutzbare, differenziert und qualitätsvolle gestaltete Grün- und Freiflächen entstehen für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für die dort Arbeitenden zukünftig. Und der entsprechend auch den Zielen des Flächennutzungsplans, die Grünvernetzung soll über einen Biotopverbundkorridor entlang der Bahnlinie gesichert werden. Was die Verkehrsplanung betrifft, für dieses Grundstück sollen mit der Entwicklung Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr mitgeplant und mitgedacht werden und die höhenfreie Überquerung der Bergableinstraße für den Fuß- und Radverkehr soll hier mit eingebracht werden. Diese Vorgaben und noch etwas differenziertere Vorgaben, die vom Grundeigentümer kamen, wurden den Wettbewerbsteilnehmern in dem kooperativen Verfahren mit an die Hand gegeben. Das kooperative Verfahren fand vom September 2019 bis zum Februar 2020 statt. Es wurde ein städtebauliches und landschaftsplanerisches Gesamtkonzept über diese beiden Teilflächen gefordert. Ausloberin war die Orleanshöfe GmbH, das ist der vertreten durch den Herrn Schmidt von der GVG, der im Anschluss ja auch das Projekt vorstellen wird. Der Wettbewerb hat in enger Abstimmung mit der Stadt München stattgefunden, also in der Jury und dem Preisgericht waren sowohl alle Fraktionen der Stadt, des Stadtrates vertreten, aber auch der Bezirksausschuss. Der Wettbewerb hat verschiedene Lösungen für dieses Areal hervorgebracht. Fünf verschiedene Büros, fünf verschiedene Lösungen. Man sieht aber, dass die Grundstruktur doch insgesamt sehr ähnlich ist. Ich zeige nur kurz, welche die vier Entwürfe, die nicht der Bebauungsplanung zugrunde gelegt werden. Das ist einmal das Büro Österpfenniger Architekten aus Zürich. Die hatten damals im Jahr 2006 den städtebaulichen Entwurf für sich gewinnen können. Die haben auch einen Beitrag geleistet. Dann eine Anerkennung fand das Büro Bobewischs Büro mit Burger Landschaftsarchitekten, die hier nochmal eine sehr strenge Ausformung der Architektur vorgeschlagen haben. Der dritte Preis ging an das Büro Palemei, Grabner, Huber, Lipp, die sich sehr an die Struktur von Haidhausen formal angelehnt haben. Der zweite Preis ging an das Büro Steidler Architekten mit Keller Damm, Landschaftsarchitekten und Kollegen, die auch über diese Hofstrukturen, und Sie haben gesehen, es geht immer darum, Hofstrukturen zu schaffen, was eine Voraussetzung dafür ist, um hier qualitätsvollen Wohnungsbau zu ermöglichen, der auch die Lärmschutzanforderungen erfüllen kann an gesundes Wohnen in diesem stark verlärmten Bereich.
Den ersten Preis, der erste Preis ging an Tele-Internet-Café Architektur und Urbanismus aus Berlin zusammen mit Treibhaus-Architekten. Die Architektenkollegen werden nachher ihren Entwurf kurz selber vorstellen. Dieser Entwurf hat auch einstimmig die Jury überzeugt. Das dazu später. Der Stadtrat hat sich, der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat sich am 3. Februar mit diesem Wettbewerb befasst und mit dem Bebauungsplan. Er hat beschlossen, dass der erste Preisträger dem weiteren Bebauungsplanverfahren zugrunde gelegt werden soll, dass die Aufstellung des Bebauungsplans weiterverfolgt werden soll, und zwar in einem beschleunigten Verfahren gemäß 13a ohne Umweltprüfung. Parallel oder im Nachgang wird dann der Flächennutzungsplan berichtigt. Der Stadtrat hat der Verwaltung Prüfaufträge mitgegeben für das weitere Verfahren, und zwar einmal nochmal eine Abwägung zu treffen zwischen der Führung eines bahnbegleiteten Radweges mit Überführung über die Berg am Leimstraße und dem Ausweis eines Biotopverbundkorridors an dieser Stelle. Und es soll weiterhin geprüft werden, ob eine besondere Art des Wohnens, die derzeit stark notwendig ist im Stadtgebiet, nämlich die Unterbringung eines Flexiheimes für eine Art betreutes Wohnen für Wohnungslose, ob das im Planungsgebiet mit untergebracht werden kann. Unabhängig von dem Bebauungsplangebiet hat der Stadtrat der Verwaltung mitgegeben, auch die Überplanung des Straßenquerschnitts der Orleanstraße nochmal zu untersuchen. Und zwar unter Berücksichtigung einer ausreichenden Fuß- und Radwegebreite sowie der Belange des öffentlichen Nahverkehrs. Dieser Auftrag ist zeitlich und räumlich von dem Bebauungsplanverfahren zu trennen und auch gut trennbar. Denn der öffentliche Straßenraum beginnt ja mit der Kante des Baumgrabens, über den ich vorher schon erwähnt habe, der ja hier auch eine gesetzte Größe ist, sowohl im Bebauungsplanverfahren als auch bei der späteren Straßenraumaufteilung. Des Weiteren hat der Stadtrat gebeten, auch weiter zu verfolgen, dass die Teile oder der gesamte Zaun der Weißen Rose, in den letzten Wochen und Monaten ist ja hier viel darüber berichtet worden, dass hier die Errichtung eines Gedenkortes mit ermöglicht wird. Nun zur Einordnung des Bebauungsplanes des aktuellen Stands in den gesamten Planungsprozess. 2019 wurde der Wettbewerb ausgelobt. Anfang 2020 hatten wir das Wettbewerbsergebnis. Wir haben am 3. Februar dem Stadtrat das Wettbewerbsergebnis bekannt gegeben. Wir sind jetzt hier in der Phase der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. Hier haben wir gekennzeichnet unsere heutige Veranstaltung, wo wir Sie darüber informieren, was geplant ist. Daraufhin wird der Entwurf eines Rechtsplanes mit Satzungstext für den Teil A erstellt. Zu Beginn 2020 sehen wir derzeit vor, dass der Bezirksausschuss nochmal beteiligt wird, und zwar im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Billigungsbeschlusses für den Stadtrat. Hier kurz ein Ausflug zu dem, was in dem Billigungsbeschluss dem Stadtrat vorgestellt wird. Alle Einwände und Äußerungen, die heute gemacht werden, werden dem Stadtrat aufbereitet und werden ihm entsprechend vorgestellt, und der Stadtrat entscheidet dann eben oder wägt dann gemeinsam mit allen anderen fachlichen Belangen letztendlich den Bebau oder die Belange des Bebauungsplanes gegeneinander und untereinander ab. Nach dem Billigungsbeschluss erfolgt eine zweite Möglichkeit der Beteiligung, nämlich die öffentliche Auslegung, auch wieder 4 Wochen lang, jedoch ohne Erörterungsveranstaltung. Das ist das 3-2-Verfahren nach Baugesetzbuch, sodass wir davon ausgehen, dass Anfang 2023 der Stadtrat sich abschließend mit diesem Bebauungsplan befassen wird.
am Ende noch zu Ihren Beteiligungsmöglichkeiten außerhalb der heutigen Veranstaltung. Sie können bis zum 18. Mai sich schriftlich äußern, per Post an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung oder per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Und kann aber auch zur Niederschrift der Bebauungsplan oder die Unterlagen liegen derzeit auch aus, sowohl im Gasteig als auch in der Bezirksinspektion, sodass die Unterlagen dort eingesehen werden können und auch dort kann zur Niederschrift eine Äußerung abgegeben werden. Weitere Informationen oder vertiefende Informationen und zum Nachlesen vor allem der heutigen Veranstaltung finden Sie einmal auf der Internetseite von Rathaus, unter Rathaus München, unter Orleanshöfe. Auskünfte gibt Ihnen aber gerne auch per E-Mail, können Sie eine E-Mail senden unter H221P oder unter den Telefonnummern. All diese Telefonnummern finden Sie auch im Internet bzw. auf den an den Auslegungsorten ausgelegten Faltblättern, die wir auch bereitstellen. Soweit zu Ihren Möglichkeiten und ja, würde jetzt das Wort zurückgeben an den Herrn Spengler. Ja, vielen Dank, Frau Weidner, für Ihre detaillierten Ausführungen. Wir machen jetzt dann gleich weiter mit dem Herrn Schmidt von der Bauherrenseite. Vorher noch von mir der Hinweis auf Ihre heutige Beteiligungsmöglichkeit. Vielleicht haben sich noch einige erst später jetzt mit zugeschalten. Auf der Internetseite von münchenmitdenken.de läuft neben dem Stream ein Chat und in diesem Chat können Sie Ihre Fragen jederzeit eintragen. Ich habe schon mit einem Auge da mal hingeguckt und die ersten Fragen sind schon eingegangen. Das freut uns sehr, dass dieses System auch angenommen wird und funktioniert. Genau, und jetzt machen wir weiter mit dem Herrn Schmidt von der GVG. Bitte, Herr Schmidt, Sie haben das Wort. Dankeschön. Frau Weidner, teilen Sie dann die Präsentation? Ja. Dankeschön. Ja, also zunächst einmal grüß Gott von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass wir uns als Nachbar bei Ihnen allen vorstellen dürfen. Mein Name ist Thomas Schmidt. Wir können auf die nächste Folie gehen. Ich vertrete unser mittelständisches Familienunternehmen, die GVG. Warte jetzt gerade, bis das Bild kommt. Damit Sie auch sehen, wer wir sind. Sonst kann auch ich versuchen, das Bild zu teilen. Ja. Dann probiere ich das mal. Kann man jetzt, glaube ich, sehen. Ja. Die GVG ist unser mittelständisches Familienunternehmen. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Schmidt. Ich bin einer der Geschäftsführer. Die anderen sind meine Schwester Karin Schmidt und mein Vater Helmut Schmidt. Die GVG ist das Geschäft der GVG behandelt den gesamten Immobilienlebenszyklus. Wir bearbeiten die Immobilie von der Projektentwicklung, Baurechtsschaffung bis über die Baurealisierung hin zur kaufmännischen und technischen Hausverwaltung, also wirklich den gesamten Zyklus. Das machen wir zusammen mit etwa 70 Mitarbeitern und wir sitzen mit unserer Firma auch wirklich direkt am Ort, nämlich am Orleansplatz 9 hinter dem Postgebäude, Lidl-Postgebäude. Ja, unser besonderes Augenmerk ist natürlich deswegen eben auch auf die wirklich auf die Gesamtheit der Immobilie ausgerichtet und insofern würde ich Ihnen auch gerne ein Stückchen weit unsere Projektidee für das Gelände entlang der Orleansstraße präsentieren. Können wir auf die nächste Seite gehen? Hier an der Orleansstraße
haben wir eine Besitzgesellschaft in der Gruppe. Das ist die Orleans Höfe GmbH und Co. KG, die Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle lesen können. Seit dem Jahr 2003, 2004, also daran können Sie auch schon unser langfristiges Denken erkennen, sind wir also damit befasst, dass wir das Gelände an der Orleansstraße gemeinsam mit der Landeshauptstadt entwickeln. Wir sind sukzessive vom Ostbahnhof in Richtung Heidenauplatz Eigentümer dieser Fläche geworden. Und unser Ziel ist es natürlich, dass wir diese größtenteils untergenutzten Flächen baurechtlich aufwerten. Wie schon gesagt, soll hier ein attraktives Wohn- und Gewerbequartier entstehen, nachdem wir bei der GVG den Bestandshaltungsgedanken verfolgen, bauen wir keine Eigentumswohnungen, auch keine Gewerbeflächen, die wir anschließend verkaufen, sondern alles, was wir machen, führen wir anschließend der Vermietung zu. Das bedeutet auch Wohnungsbau ist bei uns Mietwohnungsbau. Wir versuchen hier, und das gelingt uns auch ganz gut, einen bezahlbaren Wohnraum mit effektiven Grundrissen für die, in diesem Fall halt Hauser Bevölkerung, zu realisieren. Und natürlich haben wir auch die Idee, dass wir Gewerbeflächen erstellen, die eben auch dann sozusagen ein Beitrag sind für die kurzen Wege, auch hier eben die Möglichkeit haben, dass man also wohnen und arbeiten, eben alles an einer Stelle im Quartier machen kann. Wir sind uns als Immobilienleute sehr darüber bewusst, dass wir eine große Verantwortung mit unseren Gebäuden gegenüber der Natur haben. Damit wollen wir auch sehr sorgfältig umgehen. Hier im Quartier sehen wir das vor allen Dingen auch anhand der Biotopverbundzone und auch anhand der Freiflächengestaltung, die für uns ein ganz besonderes Augenmerk hat. Darüber hinaus wollen wir natürlich der Bevölkerung, die hier künftig im Quartier sein wird, auch zusätzliche Angebote anbieten, also auch generationsübergreifende Angebote für klein und groß, insbesondere was hier auch eben die Nebenflächen angeht. Für die GVG ist ein Projekt dann ein erfolgreiches Projekt, wenn es für die Menschen, die dort wohnen und arbeiten, einen großen Nutzen, eine große Qualität liefert. Das ist eine ganz große Zielsetzung, die wir hier verfolgen. Deswegen auch hier als letzter Spiegelstrich natürlich die drei Schlagwörter der Nachhaltigkeit, die Soziologie, die Ökologie und da geht es um die lange Sicht und nicht um die kurzfristige Perspektive, auch die Ökonomie. Ja, so viel kann ich Ihnen jetzt von uns, von der GVG sagen und es freut mich jetzt, dass ich das Wort weitergeben kann an die Verena Schmidt von Tele Internet Café, die Ihnen in den folgenden Folien dann den konkreten Entwurf etwas näher erläutern kann. Frau Schmidt, Sie sagen mir, wenn ich die Folien dann weiterschalten darf. Genau, gerne eine Folie weiter. Mein Name ist Verena Schmidt vom Architekturbüro Tele Projekt, also unseren Wettbewerbsbeitrag vorstellen zu dürfen, gemeinsam mit Gerko Schröder von Treibhaus Landschaftsarchitektur Hamburg und stellvertretend für unser ganzes Planungsteam. Hier nochmal die Übersichtskarte, wie Frau Weidner schon erläutert hat, erstreckt sich das Areal von der Orleansstraße bis zum Gleiskörper und von der Elsässerstraße bis zum Heidenauplatz. Damit man so eine Vorstellung von der Dimension bekommt, vielleicht nochmal die Ausmaße, also etwa 500 Meter lang und 60 bis 70 Meter breit ist das Grundstück oder auch schmal, könnte man sagen. Und es ist von allen Seiten sehr stark von Lärm belastet und das bringt natürlich einige Herausforderungen für die Entwicklung mit sich. Von daher möchte ich euch am Anfang nochmal unsere Zielstellung für den Entwurf betonen. Eine Folie weiter bitte. Unser Ziel war es, das war zu weit, gerne auf den Lageplan, unser Ziel war es, eine Struktur zu entwickeln, die sich trotz dieser das Areal in mehrere Bausteine gegliedert. Wir haben vorgeschlagen, am südlichen und nördlichen Ende einen gewerblichen Schwerpunkt zu setzen und in der Mitte einen Wohnschwerpunkt
Und dazwischen entstehen dann an den Schnittstellen ganz besondere nachbarschaftliche Begegnungsorte, die sogenannten Quartiersnischen, die das Areal dann nochmal mit dem Stadtraum an der Orleansstraße verzahnen, aber auch einen Durchblick aufs Gleis, auf die Biotopverbundzone und die gegenüberliegende Bebauung dann auch freigeben. Eine Folie weiter, bitte. Wir haben diese Baufelder dann mit einer Blockstruktur versehen, die einerseits eine urbane Raumkante zur Orleansstraße und auch zur Gleisseite hin ausbildet und gleichzeitig dann eben auch ruhige Innenhöfe für die Nutzerinnen und Bewohnerinnen schafft. Das war ganz wichtig aufgrund dieser hohen Lärmeinwirkungen. Und was man in dieser Folie auch sieht, ist, dass wir mit unterschiedlichen Gebäudehöhen arbeiten. An der Orleansstraße orientieren wir uns ganz stark an der Umgebung und variieren zwischen 4 und 6 Geschossen. An der Gleisseite durchschnittlich 7 Geschosse, um nochmal auf den Lärm zu reagieren. Und punktuell setzen wir dann auch städtebauliche Akzente, indem wir etwas überhöhen und am Heidenauplatz eben auch einen Hochpunkt verorten. Zu den Nutzungen, kurz nochmal der Überblick. Es wird gewerbliche Nutzungen geben, unter anderem Büronutzungen, Einzelhandel und kleinteiligen Einzelhandel. Es soll 2 Kitas mit je 3 Kindergarten und 3 Krippengruppen geben und etwa 50% sollen dem Wohnen zur Verfügung stehen. Dann eine Folie weiter bitte und ich gebe dann an Jerko Schröder für den Freiraum. Genau, wir sehen hier unser Freiraumkonzept für dieses Quartier. Es war eben uns wirklich wichtig, dass trotz dieser hohen Dichte und trotz dieser besonderen Rahmenbedingungen besondere Freiraumqualitäten entstehen. Wir haben dafür unterschiedliche Typen entwickelt. Zum einen natürlich die Orleansstraße als grüne Grünverbindung mit den bestehenden Baumreihe, mit einer Fuß- und Radwegeverbindung, als Stadtstraße sozusagen, dann dort hineinführen, die eben schon angesprochenen nachbarschaftlichen Quartiersnischen, die eben ganz besondere Begegnungsorte für die Bewohner sein sollen. Und dann im Inneren der einzelnen Höfe, die Gemeinschaftshöfe, die sehr grünen Charakter haben sollen, die eben für die Bewohner und die Treffpunkte im Quartier sein sollen und eben auch eben mit großen Bäumen etc. eine große Grünqualität bieten sollen. Und dann natürlich im Süden der Biotopverbundkorridor als sehr wertvoller ökologischer Raum, aber natürlich auch als eine räumliche Qualität für die Anwohner und Vorbeifahrenden als Thema sozusagen. Eins weiter bitte. In der dritten Dimension sehen wir es hier in der Axonometrie nochmal. Also uns war eben ganz wichtig, diese unterschiedlichen Gesichter zu den beiden Seiten auszuarbeiten. Das Gesicht zum Gleis eben auch keine Monostruktur, sondern eine abwechslungsreiche Struktur zu haben, die gefasst wird natürlich von diesem Korridor. Auch man sieht es hier angedeutet mit einem großen Wert an begrünten Dächern und nutzbaren Dächern auch. Und dann im Inneren eben die Höfe. Eins weiter bitte. Und eben auf der anderen Seite dieses Gesicht zur Orleansstraße eben vor allem geprägt auch durch diese Quartiersnischen, die hineinführen, die Baumbestände, Treffpunkte bieten, zusammen mit den Erdgeschossnutzungen natürlich, die in diesem Fall ganz wichtig sind, sozusagen die städtische Seite zur Orleansstraße. Eins weiter. Man sieht es dann auch ganz schön in den Perspektiven, die wir gemacht haben. Hier der Blick die Orleansstraße hinunter, eben die großzügige Verbindung entlang der bestehenden Baumreihe und dann eben mit den durch die Versetzen auch sich immer wieder aufweitenden Vorzonen und eben diese einleitenden Räume in die Quartiersnischen als besondere Quartierstreffpunkte sozusagen. Da schließe ich nochmal an mit ein paar Worten zur Bebauung. Und zwar ganz wichtig, eine angemessene Maßstäblichkeit zu finden, um uns auch gut einzufügen in diese Gründerzeitstruktur mit den kleinteiligen Parzellen. Auch wir wollen eine Kleinteiligkeit erreichen, einmal durch Vor- und Rücksprünge in der Bebauung, durch unterschiedliche Höhen, wie Sie hier auch auf dem Bild sehen, und durch eine vielfältige Fassadengestaltung der unterschiedlichen Abschnitte. Also es soll keine monotone Wand, sondern ein lebendiges, freundliches Stadtbild an der Stelle entstehen. Eine Folie weiter, bitte. Hier nochmal der Blick von der anderen Seite auf den Heidenauplatz. Hier schließt die Bebauung mit einem Hochpunkt ab.
der dann eben zwischen Orleansstraße und Bergam-Laim-Straße vermittelt und eine neue Kante für den Platz schafft. Und was hier auch nochmal angedeutet ist, diese grünen Dächer, die eben zum Teil nutzbar sind und nochmal eine zusätzliche Freiraummöglichkeit anbieten. Eine Folie weiter, bitte. Jetzt gehe ich noch auf einige funktionale Themen ein. Die Erschließung erfolgt über die Orleansstraße. Es ist ein Vollknoten zur Elsässerstraße vorgesehen. Außerdem ist eine gute Fußgängerüberwegsmöglichkeit zur Spicherenstraße vorgesehen. Und ganz wichtiger Punkt, der ruhende Verkehr, also alle Stellplätze, sind nicht oberirdisch, sondern in einer großen Tiefgarage unter der Bebauung angedacht. Dafür haben wir drei Zu- und Ausfahrten verortet, einmal an der Stichstraße im Süden und zwei dann zur Orleansstraße. Das ist auch deshalb wichtig, nächste Folie bitte, weil die Bebauung ja in mehreren Abschnitten realisiert werden soll. Frau Weidner hat es schon erläutert. Zunächst geht es mal um den südlichen Abschnitt, den Teil A. Und erst nach der Bebauung der Stammstrecke sozusagen kann dann der zweite Teil erfolgen. Und uns war natürlich in der Planung wichtig, dass beide Abschnitte auch unabhängig voneinander funktionieren. Ja, so viel zu unserer Vorstellung. Die letzte Folie zeigt nochmal den jetzigen Zustand. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, Herr Schmidt und Herr Schröder für diese sehr anschauliche Präsentation. Genau. Ich würde jetzt anschließend mit einem kurzen Überblick über die Diskussionen im Bezirksausschuss zu dem Bauvorhaben noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Unter münchenmitdenken.de können Sie weiterhin Ihre Fragen in den Chat schreiben. Wir versuchen das jetzt dann gleich im Anschluss auch zu beantworten und auf Ihre Fragen einzugehen. Ja, wie gesagt, der Bezirksausschuss hat schon letzten Herbst erste Pläne vorgelegt bekommen und hat sich dann also sowohl vom Bauherrn als auch von der Stadtverwaltung. Grundsätzlich unterstützen wir dieses Bauvorhaben, vor allem weil doch zahlreiche Wohnungen geschaffen werden, vor allem Mietwohnungen, wie Herr Schmidt schon dankenswerterweise angesprochen hat. Das sehen wir sehr, sehr positiv. Es gab natürlich auch einige Kritikpunkte aus den Reihen des Bezirksausschusses. Über die Höhe des Hochpunkts wurde diskutiert. Da gab es unterschiedliche Meinungen, wobei die Mehrheit des Bezirksausschusses doch den Planungen dort zugestimmt hat. Die Planung eines Hotels an diesem Hochpunkt wurde sehr kritisch gesehen. Wir wünschen uns stattdessen mehr Wohnungen an dieser Stelle statt eines Hotels. Ein weiterer Kritikpunkt war die Grünflächenkompensation mittels des Hypoparks. Da sind wir der Meinung, dass diese Grünflächen möglichst auf dem Gelände selbst geschaffen werden sollten. Ja, dann noch ein Wort zu der verkehrlichen Anbindung. Wir sind der Meinung, dass an der Orleansstraße beiderseits radentscheidskonforme Radwege geplant werden müssen nach heutigem Stand der Dinge und dem Ziel der Verkehrswende in München. Diesen zusätzlichen Radweg auf der Bahnseite unterstützen wir natürlich auch. Was wäre uns noch wichtig? Vor allem natürlich diese Chance, die wir mit diesem Weiße-Rose-Zaun haben. Da bedanke ich mich ausdrücklich hier auch für die Kooperation bei Herrn Schmidt und auch der Stadt München. Der Bezirksausschuss ist da schon lange dran, sich für einen Erinnerungsort an der Stelle, wo diese Fotos von der Weißen Rose gemacht wurden, sich dafür einzusetzen. Wir haben zusätzlich über diesen Erinnerungsort hinaus die Chance, durch den Abbau des Zauns mit diesen Zaunteilen die Idee, die Werte der Weißen Rose auch über München hinaus zu verteilen. Und wir werden da nichts überstürzen. Wir haben uns da schon auch mit allen Beteiligten zusammengesetzt und werden diesem Thema des Weißen Rose-Zauns hoffentlich einer guten Lösung zuführen. Genau, also das wäre so ein kurzer Überblick, wie der Bezirksausschuss zu diesem
Bauvorhaben steht, grundsätzlich sehr, sehr positiv. Einige kritische Aspekte, die ich angesprochen habe. Aber jetzt höre ich auf zu reden. Übergebe das Wort an meine Kolleginnen Lena Sterzer und Sonja Rümelin, die versuchen, die Fragen des Chats zu sammeln und sie dann entsprechend Frau Weidner und den anderen Expertinnen weiterzugeben. Bitte, liebe Lena, liebe Sonja, ihr habt das Wort. So, dann vielen Dank. Wir haben schon eine ganze Menge an Fragen gesammelt und dann, ich würde einfach mal beginnen. Wir haben verschiedene Fragen, was die verkehrliche Anbindung angeht. Und zwar haben wir Fragen zu der Seite, zu der Bahnseite. Da wünscht der BA weiterhin einen Radweg. Und auf der anderen Seite kommt die Frage, welchen Sinn hat eine Biotopverbundkorridor, wenn dieser am Ostbahnhof endet? Das zu dieser Ostseite des Grundstücks. Soll ich darauf gleich antworten oder? Genau, ja, gerne. Also es ist tatsächlich ein wichtiges Ziel hier bei dem Bebauungsplan, dieser Verbundkorridor, dieser Biotopverbundkorridor. Und es ist einfach ein Teil eines übergeordneten Biotopverbundkorridors, wo auch wichtige Flächen entlang der Bahn sind, die tatsächlich da eine Vernetzung brauchen und wenn einzelne Bausteine fehlen, dann auch ihre Funktionalität verlieren würden. Also einerseits verbindet Richtung Süden, Richtung Giesingen wichtige Flächen, aber vor allen Dingen natürlich auch Richtung Münchner Osten, Richtung Steinhausenberg am Leim und zum Hüllgraben hinüber. Und eine Verschmälerung dieses Trockenbiotops, wo man, wenn man da einen Radweg zum Beispiel durchlegen würde, dann würde das auch nicht mehr funktionieren, weil dann, wenn der nur 5 Meter breit ist, dann die Funktionalität von diesem Biotopverbund auch nicht mehr so da wäre. Ist es damit beantwortet, oder? Ich denke, ja. Wir hatten Fragen dazu, ob es denn keine Tiefgarage gibt. Das wurde im Lauf der Präsentation ja geklärt. Dann daran anschließend dann vielleicht die Frage, wie ist der Stellplatzschlüssel? Die Frage gebe ich weiter an die Frau Esch. Genau, der Stellplatzschlüssel richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt München. Da gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, die wir auch sehr begrüßen würden, mithilfe eines Mobilitätskonzeptes hier den Stellplatzschlüssel auch zu reduzieren. Das heißt, es ist vor allem im Wohnungsbau gibt es Möglichkeiten, den Stellplatzschlüssel zu reduzieren und da eben vor allem im Hinblick auf nachhaltige Verkehrsmittel, wie zum Beispiel zusätzliche Fahrradabstellplätze oder Carsharing-Stellplätze oder auch verschiedenste alternative Mobilitätselemente in dem Gebiet mit weiter unterzubringen und so durch dieses Mobilitätskonzept dann den Einsatz oder den privaten Besitz eines Kfz eben zu reduzieren und dadurch dann auch die Stellplätze zu reduzieren. Den genauen Stellplatzschlüssel ist derzeit noch in der Erarbeitung, weil wir derzeit auch an der Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes sind. Da kann ich Ihnen jetzt zum heutigen Standpunkt den Stellplatzschlüssel an sich nicht sagen, aber es ist schon vorgesehen, hier mit gewissen Reduzierungsmöglichkeiten dann vor allem dann im Rahmen der Baugenehmigung dann weiterzuführen. Frau Weidner? Ja, da würde ich gerne noch ergänzen, dass uns natürlich bewusst ist, dass jeglicher Stellplatz aus dem Gebiet auch in dem Gebiet wieder nachgewiesen werden muss, beziehungsweise realistisch hier reduziert werden muss, dass wir auf jeden Fall vermeiden, dass Besucherverkehre oder auch Anwohner in den sowieso schon stark belasteten, durch ruhenden Verkehr belasteten, gewachsenen Quartieren dann quasi ausweichen. Also deswegen ist es hier schon auch eine sehr subtile Definition, die wir hier in den nächsten Wochen treffen müssen, wie denn der Stellplatzschlüssel tatsächlich reduziert werden kann. Okay, dann mache ich noch eine dritte und letzte Frage, bevor ich übergebe an die Lena Sterzer. Und zwar haben wir auch auf der Heidhausen-Seite nochmal Fragen zu den Radwegen. Vielleicht, ich lese mal zwei vor. Heißt Fahrrad- und fußgängerfreundliche Verkehrsplanung, dass die Straße für Autos in beiden Spuren in beiden Richtungen einspurig wird, das wäre wünschenswert.
Und daran angrenzend auch noch, bei einer Erschließung mit zwei Einfahrten an der Orleansstraße wird es Konflikte mit Fahrradfahren geben. Eine abseitige Erschließung wäre besser. Können Sie da nochmal Stellung zu nehmen? Ja, Frau Esch, bitte. Zum Thema Straßenraumumgestaltung der Orleansstraße. Das ist ein Prüfauftrag, den die Frau Weiden auch in ihrer Präsentation dargestellt hat. Das ist ein Prüfauftrag, den wir erhalten haben, den die Verwaltung erhalten hat, beidseitig radentscheidskonforme Radwege einzurichten, wie auch ausreichend breite Gehwege von mindestens 3 Meter Breite. Zudem ist der ÖPNV zu berücksichtigen und all diese Funktionen, die eben der Straßenraum erfüllen soll, werden wir natürlich in einer Untersuchung genauestens prüfen und dann vor allem, weil es ja auch die Frage war, ob es dazu auch eine Bürgerinformation geben wird. Dazu wird es dann zu gegebener Zeit, wenn eben diese Prüfung erfolgt wird, es geben. Und dann wird dazu dann der Stadtrat dann die Planungen vorgestellt. Und dann zu dem Thema, was war die zweite Frage? Entschuldigung. Die Erschließung mit den zwei Einfahrten, weil das auch die Seite ist. Genau. Das Baugebiet ist ja dadurch geprägt, dass es ja eigentlich von zum einen bahnseitig liegt und zum anderen Seite entlang der Orleansstraße und dann zur Unterführung an der Berg am Leimstraße. Das heißt, es gibt eigentlich keine abseits gelegene Erschließungsmöglichkeit, auch alleinig aufgrund der Lage dieses Planungsgebietes. Man muss natürlich jetzt in der weiteren Planung verkehrssichere Überfahrten natürlich planen. Die Zu- und Ausfahrten müssen ausreichend Sichtbeziehungen haben, dass eben auch den Fuß- und auf den Radverkehr, der an der Stelle quert, natürlich, der hat immer Vorrang. Und der muss dann natürlich immer mit Sichtbeziehungen verkehrssicher eben gestaltet werden, diese Zu- und Ausfahrten. Und das wird jetzt auch eine Aufgabe sein oder ist eine Aufgabe in der weiteren Überarbeitung, hier gute Lösungen zu finden an diesen Stellen. Danke. Lena, machst du weiter? Ja, genau. Ich würde gleich weitermachen. Erstmal noch eine ganz allgemeine Frage zum Verfahren. Ein Nutzerin, Nutzer fragt, was ist denn überhaupt ein kooperatives Verfahren? Vielleicht könnten Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Ja, gerne. Ein kooperatives Verfahren ist ein kleiner Wettbewerb, der aber auch von der Architektenkammer so als regelkonformer Wettbewerb angesehen wird. Es sind 5 ein beschränkter, eingeladener Teilnehmerkreis. In dem Fall haben wir auch ein Zwischenkolloquium noch mit dazwischen geschaltet. Das heißt, die Bearbeiter können zwischendurch mit der Jury in Kontakt treten, sodass man auch sehr ziel- oder sich, wie soll ich mal sagen, sehr zielgenau auf eine oder am Ende Ergebnisse hat, die auch sehr zielgenau mit der Aufgabenstellung zusammenpassen. Also wir haben uns der Stadtrat oder die Vertreter des Stadtrates haben sich nochmal einen weiteren Wettbewerb für dieses Areal vorgesehen gehabt. Und nachdem ja schon ein offener, großer Wettbewerb 8 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher durchgeführt wurde, hat man hier nur noch ein kleines Verfahren für den Grundeigentümer entsprechend ihm das auferlegt. Ja, vielen Dank. Es gibt einige Fragen auch zum Thema Nutzung. Vielleicht fasse ich mal zusammen. Könnten Sie noch mal auf das Thema Einzelhandel eingehen? Kommt Einzelhandel? Wie groß ist dieser? Wo ist der verortet? Ich gebe noch mal einen Übersichtsplan frei. Ich glaube, das ist für die Erläuterung ganz gut. Ich hoffe, das klappt diesmal.
dass der Entwurf ja von Tele-Internet-Café ja zugrunde gelegt werden soll. Es gibt vorgesehen ist vom Eigentümer hier in dem südlichen Block auch in direkter Beziehung zu dem bestehenden Stadtteilzentrum am Ostbahnhof und am Orleansplatz hier einen großflächigen Einzelhandel anzubieten, und zwar einen für den täglichen Bedarf in einer großen marktüblichen Größenordnung. Dazu ergänzend dann entlang der Orleansstraße und auch an den Nischen sollen weitere Möglichkeiten für kleinere Geschäfte vorgesehen werden. So etwas können wir auch im Bebauungsplan dann festlegen und damit auch steuern, dass hier solche Nutzungen dann auch später kommen. So viel zum Einzelhandel. Der zweite Teil der Frage war? Ein zweiter Teil? Sie hören mich, Frau Sterzer? Ich glaube, es war kein zweiter Teil. Okay, wir können noch mal weitermachen. Wir hatten noch mal eine Rückfrage zu dem Biotopverbund, und zwar wie der über den Ostbahnhof hinweg funktionieren kann. Hier schreibt auch jemand, es ist vielleicht ein Trittsteinbiotop. Vielleicht können Sie da noch einen Satz mehr dazu sagen. Genau, so ist das. Natürlich wäre es schön, es wäre komplett zusammenhängend, aber das ist in manchen Bereichen nicht zu schaffen. Aber diese Arten schaffen es tatsächlich, über so kleinere Bereiche auch drüber zu kommen. Also es ist jetzt, kommt immer darauf an, wie groß diese Bereiche sind, aber das ist eben dann ein Trittstein, wo die dann auch wieder Fuß fassen können und dann auch wieder weiterkommen. Genau, so ist es gedacht. Okay, danke. Okay, mein Ton funktioniert wieder. Danke zu den Nutzungsfragen. Es kommen noch ein paar mehr, und zwar wird auch im Chat nochmal auf das Thema Hotel eingegangen. Das wird hier eher kritisch gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu nochmal Stellung nehmen möchten. Ansonsten auch nochmal die Frage zu der Dachnutzung. Sind Dachgärten vorgesehen? Ist das Dach auch für die Öffentlichkeit zugänglich? Oder wie ist da das Konzept, wenn Sie da nochmal drauf eingehen könnten, bitte? Genau, was die Dachnutzung betrifft, würde ich auf die Frau Kasch verweisen. Genau, da ist in den meisten Bereichen gemeinschaftlich nutzbare Dachflächen vorgesehen, die den Bewohnerinnen und Bewohnern da zugutekommen sollen. Also keine wohnungsbezogenen privaten Gärten, sondern tatsächlich eine gemeinschaftliche Nutzung für die Leute, die dann da auch wohnen werden und die dort arbeiten werden. Aber nicht für die Öffentlichkeit? Nein, nicht für die Öffentlichkeit. So ergänzen wir hier noch, dass wir auch dort das Thema Lärm natürlich im Auge haben. Man wird dort dafür sorgen, dass dort Lärmwerte erreicht werden, die tatsächlich auch gesunde Freizeitmöglichkeiten dort ermöglicht. Also dass es wirklich auch ruhige Rückzugsorte sind, die die Bewohnerinnen und Bewohner zusätzlich als Freiraumqualität dort nutzen können. Okay. Vielleicht daran gleich anschließend. Wir hatten noch die Hotelfrage, auf die würde ich jetzt kurz eingehen. Wie Sie vielleicht gesehen haben in der Präsentation vom Herrn Schmidt, taucht das Thema Hotel gar nicht auf. Das war Büro und Gewerbe war hier für den Hochpunkt angegeben. Da möchte ich nur darauf hinweisen, wir werden dort ja erst in 5 bis 8 Jahren dort planerisch tätig werden. Und die Nutzung von einem Gewerbeblock, die ist natürlich auch einem Marktgeschehen unterworfen. Und was wir dann am Ende dort an gewerblicher Nutzung unterkommt, wissen wir heute noch nicht. Dass Hotels schwierig sind und auch eben sowohl was das Verkehrliche, was den Stadtraum betrifft, auch nicht immer ganz einfach sind, wissen wir auch, dass gegenüber ein Hotel ja schon bereits besteht. Das war sicherlich mal eine Entwickleridee, die aber jetzt auch aktuell noch nicht so konkret ist, dass sie aber auch aktuell noch gar keine Rolle spielt. Ja, wir haben auch einige Fragen zum Thema Hochpunkt. Vielleicht zuerst mal, um wie viel überragt der Hochpunkt die gegenüberliegenden Gebäude? Und daran anschließend, welche Maßnahmen werden getroffen, um den Bau möglichst nachhaltig zu gestalten, insbesondere eben auch in Bezug auf den Hochpunkt?
Gut, an den zweiten Teil der Frage gebe ich dann an den Herrn Schmidt weiter. Wie weit überragt der Hochpunkt den Bestand? Die Traufhöhen im Umfeld in der Gründerzeitbebauung sind so um die 17, 18 Meter. Der Hochpunkt ist jetzt in der mit einer Wandhöhe von 45 Meter geplant, also doch bis etwas mehr als das Doppelte so hoch. Was aber besonders überzeugt hat die Jury bei dem Entwurf von Tele-Internet-Café, war auch der Umgang mit diesem Hochpunkt, der ja sehr, sehr integrierend ausgeformt ist. Einerseits nimmt er ja Höhen aus dem Umfeld mit dem fünfgeschossigen oder viergeschossigen Sockelbereich und dann quasi nochmal extra abgesetzt und aufgesetzt der Stadtkubus noch obendrauf. Das ist etwa, also ist ein Umgang mit diesem Hochpunkt, der beides gut miteinander verbinden kann, sowohl die Gründerzeitbebauung als auch ein Zeichen aufs Gleisfeld zu legen oder entsprechend weiterzugeben. Wir hatten ja gestern eine Diskussion auch zum Hochhaus oder die Hochhausstudie wurde vorgestellt, der Entwurf der Hochhausstudie und in dieser Studie wird hier an dem Ort auch explizit ein Quartierszeichen für möglich gehalten und auch als Setzung, als besonderer Ort, eben die große Kreuzung, die Stadteingang, wo man tatsächlich auch höher werden kann und hier die Möglichkeiten der plastischen Ausformung und der Variabilität der Höhen voll ausspielen kann, um einfach auch ein lebendiges Stadtbild zu haben. So viel zum Hochpunkt. Jetzt würde ich dann den Herrn Schmidt noch bitten, wie er sich denn Ausführungen zu machen, wie er sich denn diesen Hochpunkt vorstellt, auszugestalten, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ja, also die Fragestellung war ja, glaube ich, Nachhaltigkeit insgesamt und bezogen auf den Hochpunkt. Da möchte ich natürlich zunächst nochmal darauf hinweisen, dass wir im städtebaulichen Maßstab uns aktuell noch bewegen. Nichtsdestotrotz, das habe ich ja gesagt, ist es für uns als Bestandshalter natürlich ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, mit der Nachhaltigkeit umzugehen. Wir kommen gerade aus einem anderen Areal, dem Prinz-Eugen-Park, wo das übrigens auch ein sehr, sehr großes Thema war. Das beginnt mit der Auswahl der Baumaterialien, die wir hier insgesamt beim Gebäude sehr genau unter die Lupe nehmen würden, auch übrigens aktuell bei dem Gebäude ganz nahe dem Ostbahnhof, das jetzt momentan gerade im Entstehen ist, das sozusagen direkt angrenzt an dieses Bebauungsplangebiet, haben wir uns selbst auferlegt, in Anlehnung an den ökologischen Kriterienkatalog der Landeshauptstadt München zu arbeiten. Das ist also ein Aspekt. Natürlich ist es auch die Energieversorgung, mit der wir dieses gesamte Gelände bespielen. Da gibt es sehr viele sinnvolle Möglichkeiten, vielleicht auch nicht nur die Fernwärme alleine, sondern eben auch andere Möglichkeiten, die wir hier im Areal gut nutzen können. Da setzen wir uns damit auseinander. Bezogen auf die Gebäude selbst beschäftigen wir uns hier sehr stark mit der groben, Rohbaukonzeption, dem Gerüst, dass wir also hier Flächen definieren, die wir vielseitig verwenden können. Sie haben vorher das Thema Hotel oder Gewerbe angesprochen. Natürlich ist diese Anregung bei uns angekommen und wir untersuchen das auch sehr intensiv, was es also hier für Alternativen zum Hotel gibt. Und deswegen gibt es hier auch eine Grobkonzeption schon jetzt im Ansatz bei dem Gebäude, wo wir uns eben flexibel aufstellen und eben verschiedene Nutzungsmöglichkeiten auch hier bei diesem Hochpunkt in Ansatz bringen und im Übrigen auch ansonsten natürlich die Grundfläche und auch die Verkehrsflächen, die hier im Hochpunkt sind, in ein sehr sinnvolles Verhältnis setzen wollen, um hier einfach effektiv zu planen. Grundsätzlich gehört letztendlich auch zur Nachhaltigkeit, dass wir mit diesen begrenzten innerstädtischen Flächen, die wir hier haben, und da ist dieses Areal
beispielhaft sinnvoll und qualitätsvoll eben möglichst umfangreich Wohnflächen und Gewerbeflächen zur Verfügung stellen wollen. Ich glaube, das ist auch ein Teil, der zur Nachhaltigkeit gehört. Danke. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch zwei Fragen anschließen. Die sind schon so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht könnten Sie noch mal kurz darauf eingehen. Inwiefern spielt denn der Ensembleschutz im Ostbahnhofsviertel eine Rolle? Und zum anderen, ich lese das mal kurz vor, der Entwurf blockiert die Lichtachse gen Osten für die Spiecherenstraße. Morgens im Winter extrem attraktiv für die Belichtung der Spiecherenstraße. Der Wohnriegel sollte dort nochmals aufgebrochen werden. Gut. Die Denkmalpflege spielt gerade, wenn man im Altstadtbereich ist und auch im Innenstadtrandbereich, immer eine große Rolle. Und über die Höhenanpassung an der Orleansstraße sichert man sicherlich erstmal schon mal den Maßstab, den das Ensemble an der Orleansstraße bildet. Und auch das, was Frau Schmidt gesagt hat über die Körnigkeit, die zukünftig dieser Stadtbaustein haben wird, das sind alles Maßnahmen, die quasi das Ensemble entsprechend, sagen wir mal, keine wesentlichen Auswirkungen, negativen Auswirkungen auf, oder keine Auswirkungen, negativen Auswirkungen auf das Ensemble haben wird. Vielmehr passt man sich ja eigentlich dem Ensemble an und ergänzt es. Unabhängig davon ist natürlich die Denkmalpflege hier in den Planungsprozess mit eingebunden. Der Denkmalschutz nimmt auch Stellung zu unserem Bebauungsplanentwurf und falls notwendig werden wir hier auch nochmal in die nähere Abstimmung gehen mit den einzelnen Maßnahmen oder mit dem einzelnen Gebäude dann. Was die Verschattung betrifft, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall, der hier genannt wird. Den schauen wir uns an, inwiefern hier ein Qualitätsverlust der Sichtachse aus der Spiecherenstraße vielleicht entsteht durch die Verschattung. Ja, auch wirklich eine gestalterische Frage, was ist das Ende einer Straße, wohin führt die Blickrichtung einer Straße? Insgesamt ist aber das Thema Verschattung angesprochen. Das ist ein wichtiger Nachbarbelang, ein wichtiger Teil des Bebauungsplanverfahrens ist, hier zu sichern, dass bestehende Verhältnisse, also hier sind es ja vor allem die Bestandsbebauung westlich der Orleansstraße, dass die durch die neue Bebauung nicht verschlechtert wird in ihrer Belichtung und auch wenn es jetzt noch gar nicht gefragt wurde, auch nicht in Sachen Lärmschutz negative Auswirkungen haben wird. Auch da wird man architektonisch und über den Bebauungsplan dafür sorgen, dass keine höheren Lärmeinwirkungen durch Reflexion zum Beispiel an der neuen Fassade für die Bestandsbewohner entstehen werden. Okay, dann können wir weitermachen mit Kommentaren. Da gab es eine Menge zu den Grünflächen. Es wird mehrfach gewünscht, die Ausgleichsfläche Hypopark nicht zu nutzen, die schon überfüllt ist, sondern genügend Grünflächen auf dem Baugelände zu bieten. Insbesondere wird auch noch mal gefragt, vielleicht können Sie da noch mal Stellung dazu nehmen, was an Spielflächen momentan geplant ist zwischen den Häusern. Gerne, übernehme ich gerne. Und zwar grundsätzlich versuchen wir natürlich auf dem Gebiet möglichst viel auch Freiflächen unterzubringen und auch Grün unterzubringen, weil wir da auch einen bioklimatischen Ausgleich in den Höfen schaffen wollen. Es ist aber, das Gelände an sich ist einfach nicht geeignet für eine öffentliche Grünfläche, weil es einfach so stark verlärmt ist von allen Seiten, dass man da tatsächlich keine gesunde Erholungsfläche anbieten kann. Insofern ist es aus unserer fachlichen Sicht an der Stelle wirklich tatsächlich sinnvoll, das durch Bebauung einzufassen und da auch nur die privaten Freiflächen vorzusehen und die öffentlichen tatsächlich hier nicht. Auf der anderen Seite soll eben der Ausgleich in der Umgebung stattfinden, der hier auch schon angesprochen wurde.
Wobei es uns da jetzt nicht darum geht, auf Biegen und Brechen eine Fläche zu finden, die vielleicht auch schon zu voll ist, wie das angeklungen ist, sondern tatsächlich da auch einen Mehrwert fürs Stadtviertel herauszubekommen. Und deshalb sondieren wir da auch nach wie vor noch in der Umgebung. Es ist jetzt noch nicht fixiert auf den Hypopark, sondern wir wollen wirklich schauen, welche Fläche da jetzt für die Bewohnerinnen und Bewohner, die da sind, wirklich auch das meiste bringen. Zu den Spielflächen. Die Spielflächen sind in den Höfen vorgesehen, aber genau das Konzept, was dann noch auf dem Dach ist und was in den Höfen, das wird sich jetzt im weiteren Verfahren noch, also das sind die Spielflächen für die Bewohnerinnen und Bewohner, das wird sich im weiteren Verfahren dann noch weiter konkretisieren. Es gab noch mal eine Rückfrage zu dem Trittsteinkonzept, dem Biotop, wo das denn dann südlich weitergeht. Es geht südlich der Rosenheimer Straße, geht es weiter, meines Wissens. Aber da musste ich auch noch mal genau nachgucken. Okay, wir hatten noch eine Verständnisfrage. Was bedeutet eine höhenfreie oder was bedeutet die höhenfreie Überquerung der Berg am Leimstraße und dann auch, wo die dann genau hinführen soll? Auf der anderen Seite? Ja. Kann ich gerne beantworten. Also es geht darum, höhenfrei heißt, dass man nicht über eine Kreuzung gehen muss, dass sich Verkehre nicht kreuzen. Also der Autoverkehr mit dem Radverkehr bzw. mit dem Fußgängerverkehr. Das heißt, es ist ein langfristiges Ziel, eben parallel zur Bahn und auch bereits über die Berg am Leimstraße mit einer neuen Brücke auf das nördliche Areal zu kommen, um dort auch eben eine attraktive Verbindung zwischen den beiden Arealen zu schaffen und insbesondere auch für eine spätere Radwegeverbindung, die im Gesamtkontext mit überörtlichen Radwegeverbindungen gerade ja intensiv diskutiert wird, wie die geführt werden. Da weiß aber die Kollegin Frau Esch noch sehr viel genauer Bescheid. Also es geht um eine Brücke, Bahn parallel zu den Bahnanlagen über die Berg am Leimstraße, die hier auch erst in 10 bis 15 Jahren, wenn dieses Gelände zur Überplanung ansteht, aber entsprechend ermöglicht werden soll. Frau Esch. Danke, Frau Weidner. Genau, die Brücke hat eigentlich auch den Sinn, beide Planungsgebiete, also Heidenauer Platz Nord und mit dem Planungsgebiet Orleanshöfe miteinander zu verbinden, als auch eine attraktive Radwegemöglichkeit eben von der Orleansstraße zum einen dann zum neuen, zum Steg am Rechtenbergring zu schaffen. Dort wird es ja und dann weiter eben zum Einstein-Gebäude und zur Einsteinstraße soll es hier eine Radwegemöglichkeit geben. Genau. So viel dazu. Wir haben noch eine Verkehrsfrage in die andere Richtung. Wird es einen weiteren Tunnel oder weitere Brücke in das Werksviertel geben vom Gelände aus? Oder ist da was geplant? Es gibt die bestehende Unterführung von der Orleansstraße in das Werksviertel zur Friedenstraße. Eine weitere Verbindung jetzt im Abschnitt zwischen der Elsässerstraße und der Berg am Leimstraße ist mir jetzt nicht bekannt, dass es dort eine weitere Brücke oder Unterführung geben wird. Mhm. Ja, dann schließe ich nochmal an mit Fragen zur Nutzung. Es kam die Frage, ob ein Café geplant ist und ob Sie vielleicht nochmal darauf eingehen könnten, wo welche Erdgeschossnutzungen geplant sind. Also wir hatten vorher schon den Einzelhandel, aber vielleicht könnten Sie es für die übrigen Gebäude auch nochmal darstellen. Da würde ich gerne an die Frau Schmidt von Tele-Internet-Café übergeben, die uns neulich einen sehr konzeptionellen Plan vorgestellt hat, was denn an Nutzungen wo möglich ist. Und ja, auch der Herr Schmidt, der jetzt ja auch hier dann mit umsetzen möchte. Lass mal den Plan hier so stehen. Ja, gerne.
Natürlich muss man sehen, dass es ein Konzeptstadium ist, aber grundsätzlich ist die Idee, dass es eben aktive Erdgeschossnutzungen zur Orleansstraße gibt. Wir haben den bereits erwähnten Einzelhandel im Süden, dann kleinteiligere Nutzungen in dem Wohnbereich, dann werden in dem Wohnblock aber auch die zwei Kitas integriert. Da ist die Position noch nicht festgelegt, aber da sucht man dann natürlich nach den geschützteren Orten. Den nördlichen Abschluss bildet dann auch nochmal Gewerbe. Und was hier hervorgehoben ist, sind die beiden sogenannten Quartiersnischen, die wir uns als nachbarschaftlichen Treffpunkt auch vorstellen können. Und da würde sich dann natürlich anbieten, auch eine kleine gastronomische Nutzung oder ein Café anzuordnen, das dann auch vielleicht in diesen Nischen auch nochmal Außenbereiche zum Sitzen hat. Also soweit das Konzept, das sich natürlich noch weiter ausdifferenziert. Okay, alles klar, vielen Dank. Es kommt auch nochmal die Frage, weil Sie es gerade angesprochen hatten, zum Thema Kita. Wie sehen da die Kapazitäten aus? Profitieren da auch die Familien aus den umliegenden Gebieten? Das ist noch eine Frage. Und dann aber auch nochmal der Hinweis, ob ein Wohnflächenanteil von 50%, ob das nicht zu wenig ist. Warum kann man da nicht mehr machen? Ja, gerne sage ich zu den Kitas was. Also es sind zwei Einrichtungen mit jeweils drei Kindergarten- und Krippengruppen geplant. Die übernehmen beide nicht nur unwesentlichen, nicht ursächlichen Bedarf. Also in dem ersten Bauabschnitt noch nicht so viel, aber im zweiten Bauabschnitt wird die zweite Kita zum großen Teil auch Umgebungsbedarf mit abdecken nach heutigen Prognosen. Von daher profitiert hier tatsächlich auch der bestehende Stadtteil von der Einrichtung dieser Kindertagesstätten. Zweites Thema war, ob nicht noch mehr Wohnen möglich ist an dieser Stelle. Wir halten diese 50% für sehr, hat sich gezeigt im Wettbewerb, dass das quasi das richtige Mischungsverhältnis ist. Einfach weil wir mit vielen anderen Konsequenzen auf dem Grundstück gar nicht mehr zurechtkommen. Wir haben ja schon angesprochen, die Grün- und Freiflächenangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner. Mit jedem Wohnung mehr, mit jedem Einwohner mehr steigen hier natürlich die Bedarfe, die wir natürlich vor Ort dann auch entsprechend qualitätsvoll bedienen wollen. Es geht weiter mit den Stellplätzen, die dann noch mehr werden, die dann noch schwieriger im Planungsgebiet untergebracht werden können. Und in Anlehnung aber einfach auch an das gewachsene Heidhauser Struktur, die ja sehr lebendig ist und nicht nur ein reines Wohnviertel ist, soll hier auch halt in zeitgemäßer Form, nicht wie vor 100 Jahren, hier auch andere städtische Nutzungen, gewerbliche Nutzungen mit untergebracht werden. Also das eben vor allem auch der Zentralität dieses Standortes entsprechend. Also wo, wenn nicht direkt am Ostbahnhof, ist es sinnvoll, aktuell Büroräume anzubieten, gerade auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt. Also wir denken, dass diese 50-50-Lösung wirklich gut austariert ist und damit auch allen Belangen gut Rechnung getragen werden kann. Ich möchte noch eine Frage nachschieben, auch zum Thema Wohnen. Kam die Frage, was heißt bezahlbarer Wohnraum? Welcher Anteil fällt auf EOF und auf München-Modell? So spezifisch kann ich es jetzt Ihnen aktuell nicht sagen, aber wir haben hier natürlich die Anwendung der SOBON-Richtlinien in der Stadt München und werden hier, nachdem die Planungshistorie schon so lange ist, werden hier 30% des gefördert 30% des neu geschaffenen Wohnbaurechtes werden geförderter Wohnungsbau sein. Vielleicht kann mir jemand von den Kollegen helfen, wie die Verteilung ist zwischen EOF und München-Modell. Es wird sicherlich ein Querschnitt für alle Einkommensgruppen hier
angeboten werden. Das regeln wir verbindlich mit das Planungsreferat, mit dem Grundeigentümer, dass das auch so umgesetzt wird und so realisiert wird. Das Planungsgebiet, die drei Wohnhöfe, sind ja sehr neutral an dieser Stelle auch, sage ich jetzt mal. Also ich denke, anders wie in manch einem Baugebiet, wo bestimmte Bauquartiere oder Bereiche vom neuen Bauquartier extra für den geförderten Wohnungsbau ausgesucht werden. Das ist hier gar nicht der Fall, sondern das ist ein neutrales. Und von daher wird es insgesamt auch eine gute Durchmischung geben zwischen den unterschiedlichen Einkommensgruppen. Vielleicht kann ich hier noch etwas hinzufügen, denn in der Regel werden von diesen 30% geförderten Wohnungsbau 2/3 für den geförderten Mietwohnungsbau EOF verwendet und 1/3 für das München-Modell Miete. Gut, danke. Dann hätte ich noch mal Fragen zum Thema ÖPNV, also Themen, die Ollionstraße betreffen. Wird im Zuge des Baus auch der südliche Bahnsteig der Haltestelle Heidenauplatz verbreitert, wo ja Bus und Tram fahren? Und da gibt es anschließend dann auch nochmal Fragen zum Lärmschutz. Und zwar, ob es die Straßenbahn lauter wird, dadurch, dass der Schall nach oben geleitet wird. Und kann man da Flüsterbelage oder Begrünung nutzen? Genau, und ob ansonsten irgendwelche anderen Lärmschutzmaßnahmen für den Straßenverkehr Lärm geplant sind. Also zum Thema Haltestelle am Heidenauplatz kann ich Ihnen sagen, dass es durchaus geplant ist, eben diese Haltestelle barrierefrei auszubauen. Das bedeutet auch, diese zu verbreitern und eben hier eben ein sinnvolles oder ein sehr gutes Angebot zu schaffen und eben die Situation, wie sie aber heute ist, eben deutlich zu verbessern. Wann dies sein wird, kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt nicht mitteilen, weil das ist tatsächlich auch in der Zuständigkeit beziehungsweise in der Abstimmung mit der MVG, wann eben der richtige beziehungsweise der Zeitpunkt ist, wann diese Haltestelle umgebaut werden kann. Zum Thema Lärmschutz würde ich gerne dann an die Kollegin weitergeben, weil da kann ich leider nichts dazu sagen. Ja, gerne. Wir machen ja ein Verkehrsgutachten zu dieser gesamten Entwicklung. Diese Verkehrszahlen, die zukünftigen, die sind Grundlage für ein Lärmgutachten. Und in dieses Lärmgutachten fließen auch die Lärmwerte der Trambahn mit ein. Und aus diesen Lärmwerten heraus ergeben sich dann die Anforderungen an die Fassade und an die Gebäudekubatur, wie die ausgeprägt ist. Und die Zielvorgabe ist, dass es keine Änderungen zur Bestandssituation geben wird. Also dass mit dem Bau der neuen Fassade sozusagen auch so Reflexionen ausgeschlossen werden oder mit Maßnahmen entsprechend dagegen entgegengewirkt wird, sodass in der Bestandsbebauung keine höheren Emissionen als heute ankommen. Man muss aber Der Lärm wird sich verändern für die Bestandsbebauung, denn der gesamte Bahnlärm ist ja dann nicht mehr die Fassade der Bestandsbebauung wird ja nicht mehr vom Bahnlärm beschallt werden. Er wird anders werden, der Lärm. Ich vermute, ich kenne die Berechnungen nicht, es wird angenehmer werden, als es heute ist. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte noch was zur Biotopverbundfläche, noch eine vielleicht letzte Nachfrage. Wieso die Gleise da nicht selbst schon die Biotopverbundfläche darstellen? Nochmal eine Verständnisfrage dazu. Also in Teilen sind die Gleise auch, dienen die auch dem Biotopverbund, eben genau um diesen Trittstein sozusagen, um die Verknüpfung darzustellen, aber nicht ausreichend, weil die natürlich ständig gestört werden durch die Züge und die Arbeiten an den Gleisen. Entschuldigung, Sonja.
Ich hätte hier noch einmal, wo ist denn die Grundstücksgrenze in Höhe Heidenauplatz, da es dort ja keine Baumreihe mehr gibt? Gut. Dieser am Heidenauplatz, das ist ja dann Teil des Bebauungsplanes, Teil B, der erst in der Zukunft näher bearbeitet wird. Und die aktuelle Grundstücksgrenze ist noch anders, als es jetzt hier der Entwurf von Tele-Internet-Café zeigt. Hier ist bereits ein Teilgrundstück vom privaten Eigentümer zur Verfügung gestellt worden, für die Fahrbahnnutzung zur Verfügung gestellt worden, um diese Planung, wie in Tele-Internet-Café sie vorhat und wie eine Verbreiterung der, vielleicht notwendige Verbreiterung der Fahrspuren es entsprechend einfordern. Das sind komplexe und schwierige Abstimmungsbedarfe, die uns bevorstehen in dem Moment, wo wir diesen Bebauungsplan anfassen werden. Und da geht es darum, wo ist dann am Ende öffentlicher Raum und wo ist das private Grundstück und wie werden hier, wie wird hier die richtige Lösung gefunden werden. Ist aber eine dieser Planung, sehen wir wirklich auch erst, oder diese Detailplanung, dessen sehen wir auch erst in der Zukunft. Nicht für den Teilabschnitt A. Hier kommt noch die Frage rein, wird auch untersucht, wie sich der Bahnlärm für die Bewohnerinnen der Friedenstraße verändern, also auf der anderen Seite der Gleisanlagen? Das ist auch Teil des Schallgutachtens, wobei ich vermute, das geht sehr rasch. Dadurch, dass eben der Bahnlärm selber ja eine ganz große Barriere sozusagen ist, oder Schallquelle, oder selber eine ganz große Schallquelle ist. Es ist im Blick, dass es hier Bewohnerinnen und Bewohner gibt auf der gegenüberliegenden Seite, auch wenn die nicht, wenn das Gewerbe hier überwiegt, ist aber ein wichtiger fachlicher, sachlicher Abwägungsbelang, auch die werden berücksichtigt werden. Wir hatten vorher schon das Thema Weiße Rose Gedenkstätte. Auch hier nochmal ein Kommentar, dass es schön wäre, möglichst viel von dem Zaun zu erhalten. Und es schließt sich die Frage an, ob es denkbar wäre, den vorgesehenen Durchgang um einige Meter nach Norden zu verlegen, gegenüber Orleansstraße 65, dem historisch treffenden Ort für die Gedenkstätte Weiße Rose. Herr Schmidt, können Sie darauf antworten oder wollen Sie darauf antworten? Ja, gerne. Also wir sind hier mit einigen kompetenten Leuten, unter anderem auch dem Verein Weiße Rose, dem Bezirk, dem Stadtmuseum und dem Kulturreferat im engen Austausch, wie wir mit diesem Erinnerungsort genau umgehen. Bereits im Wettbewerb hatten wir das Thema auch mit ausgelobt und hier auch schon einen Vorschlag bekommen. Auch in den letzten Gesprächen mit den gerade genannten Vertretern kam die Anregung, diesen Erinnerungsort sehr nah am Ort des tatsächlichen der Fotoaufnahme zu platzieren. Das wird von uns alles in die jetzigen weiteren Bearbeitungen mit aufgenommen. Aber letztendlich, so haben wir das beschlossen, eben mit diesem Beratungsgremium bestehend aus den gerade genannten Personen dann letztendlich beschlossen. Wir wollen uns hier nicht selbst ein Urteil anmaßen. Wir werden das sehr, sehr gerne und tatkräftig unterstützen. Aber das soll von entsprechend fachkompetenten Gremium zumindest beratend dann auch vorgegeben werden. Genau, und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, alle Anregungen, die im Chat gegeben werden, werden auch mitgenommen von Seiten des Planungsreferats. Von daher ist das auf jeden Fall auch nicht verloren, diese Anregung. Dann gibt es noch eine Frage, ob theoretisch auch eine Hotelnutzung möglich, eine Gymnasialnutzung statt der Hotelnutzung möglich wäre, also ob das geprüft wurde
und daran anschließend, auf welche Grundschule die Kinder, die dort leben werden, gehen und ja, welche Mittagsbetreuung und welche Horte da in Frage kommen. Ja, der Bedarf an einer eigenen Schule, oder dass die Planung den Bedarf für eine eigene Schule auslöst, den haben wir natürlich geprüft. Das ist nicht der Fall. Von daher kam auch bei der Erstabfrage aus den Referaten keine Bedarfsanmeldung für einen Schulneubau an dieser Stelle. Vielmehr werden die Kinder und Jugendlichen aus diesem neuen Bauquartier in der Flurstraße zur Grundschule gehen. Wohl wissend, dass die Entwicklung des Standortes Flurstraße oder Schulstandort Flurstraße sehr zäh ist, sage ich jetzt mal. Aber die Prognosen sagen aktuell, dass wenn hier ab 2025, so sieht es der Herr Schmidt, glaube ich, derzeit vor, ab 2025 hier bezogen werden kann, die ersten Kinder auch in der Flurstraße untergebracht werden können nach den heutigen Berechnungen. Diese Berechnungen werden halbjährlich inzwischen tariert mit den aktuellen Schülerzahlen und Entwicklungen, dass der Standort Flurstraße mit seinem Containerstandort aktuell nicht standardgemäß ist und sicherlich auch schwierig ist, sowohl für die Schule selbst, aber vor allem auch für die Kinder, ist allen bekannt und ist auch dem Referat für Bildung und Sport bekannt. Wir hoffen aber, dass bis dahin eine Lösung gefunden wird, bis es hauptsächlich bezogen wird, das Quartier und der Schulstandort qualitativ entsprechend aufgewertet ist gegenüber heute. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, Sie rechnen mit einem Bezug 2025. Könnten Sie noch was zum Bauablauf sagen? Also wann ist der früheste Baustart für den ersten und den zweiten Bauabschnitt jeweils? Ja, das können wir heute nur ganz grob sagen. Also wenn wir den Bebauungsplan 2023 setzen und um möglichst schnell die Wohnungen anbieten zu können, arbeiten wir dann hier auch intensiv mit dem Entwickler zusammen, sodass mit einer 2- bis 3-jährigen Bauzeit danach entsprechend die Wohnungen bezogen werden kann, also 2025. Und wie gesagt, die Bebaubarkeit des Nordteils ist wirklich davon abhängig, wann die Baustelle von der zweiten S-Bahn-Stammstrecke abgeschlossen ist. Frühestens 2028, ich sage nichts zu Zeitplänen von Großvorhaben. Okay, ich würde noch eine Frage nachschieben, bevor ich wieder an meine Kollegin Sonja übergebe. Vielleicht nochmal, Sie haben es vorher schon gesagt, aber wie viele Wohneinheiten oder Quadratmeter BGF überirdisch sind ungefähr vorgesehen? Und dazu passend, wie hoch werden die Häuser im mittleren Teil, also nicht im Bereich des Hochpunkts, sondern gegenüber von der Bestandsbebauung? Genau. Die Frau Schmidt hat ja sehr ausführlich über das unterschiedliche Höhenprofil referiert. Ich fasse es kurz ganz grob zusammen nochmal. Also wir haben im Rücken zur Bahn hin eine überwiegende siebengeschossige Bebauung mit einzelnen Hochpunkten. Das ist vor allem dem Lärmschutz geschuldet, und zwar dem Lärmschutz dann auch von der Bahn für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses westlichen Riegels. Während die Bebauung entlang der Orleansstraße zwischen 4 Geschossen und 6 Geschossen mit einzelnen Hochpunkten, bis zu 7-geschossigen, variiert und damit der überwiegende Teil eigentlich die Geschossigkeit aus der gegenüberliegenden Bestandsbebauung übernimmt. Helfen Sie mir nochmal, der erste Teil der Frage ging um.
Die Anzahl der Wohneinheiten. Die Anzahl der Wohneinheiten, genau. Also wir sprechen ja bisher immer überwiegend über die Wohneinheiten. Also im ersten Bauabschnitt werden es ungefähr 300 Wohneinheiten sein, die entstehen. Im nördlichen dann nochmal 150 Wohneinheiten. Aus den aktuellen Geschossflächen heraus berechnen wir so grob die Arbeitsplätze. Das sind 600 Arbeitsplätze, wenn denn alles hier alle angebotenen Geschossflächen für Büros genutzt werden. Hinzu kommen die Flächen für die zwei Kindertagesstätten und der von mir vorhin erwähnte großflächige Einzelhandel hier im südlichen Bereich. Insgesamt sind es ungefähr 80.000 Quadratmeter Geschossfläche, die auch nach wie vor ungefähr zu 50% davon wirklich Wohnnutzung und die anderen 50% sind aufgeteilt zwischen den anderen Nutzungen. Okay, wir haben die meisten Fragen eigentlich abgearbeitet, denke ich mal. Es gibt hier noch die Frage, eine rechtliche Frage, werden die Umweltauswirkungen mit der zukünftigen Planung am nördlichen Heidenauplatz nicht mit berücksichtigt im Verfahren? Die Frage ist jetzt etwas unspezifisch für mich, kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Also natürlich wird keine extra Umweltprüfung gemacht. Wir sind ja hier in dem sogenannten 13a-Verfahren, was davon ausgeht, dass es eben keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gibt, auf den Bestand. Und bei dieser Prüfung haben wir aber sehr wohl die zukünftigen Planungen mit eingepreist, und zwar die Planungen für den nördlichen Bereich, wo wir ja Konzepte haben, die 10 Jahre alt sind aus dem Wettbewerb von 2008, aber auch mit eingepreist werden dann bekannte Entwicklungen wie das Werksgelände und das sind vor allem die wesentlichen Auswirkungen. Und unsere Prüfung nach den rechtlichen Maßgaben hat ergeben, auch mit einer möglichen Hotelnutzung an dieser Stelle, dass hier keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Gleichwohl werden wir die notwendigen Gutachten, die für eine ordnungsgemäße Abwägung des Bebauungsplanes notwendig sind, natürlich mit erstellen und mit in die Abwägung einordnen. Ja, vielen Dank. Manche Fragen sind immer so ein Stück weit aus dem Kontext, weil wir auch hier zeitlich hinterherkommen müssen. Ich hoffe, es war trotzdem der Frage Rechnung getragen und sie wurde entsprechend beantwortet. Es sind noch viele Kommentare auch im Chat. Die werden wir jetzt hier nicht alle nochmal verlesen. Aber wie gesagt, das Planungsreferat nimmt diese Kommentare auch mit. Ich denke, da sind ein paar wichtige Anregungen dabei. Fragen dürften jetzt unseres Erachtens nicht mehr offen sein. Deswegen würde ich jetzt wieder an den Jörg Spengler übergeben. Ja, vielen Dank, Lena Sterzer und Sonja Dümelin, für den Blick auf den Chat und die Weiterleitung der Fragen an unsere Expertinnen und Experten. Ja, zum Abschluss erlaube ich mir auch noch eine Anmerkung, weil viel darüber gesprochen wurde zum Thema Lärm und weil wir auch gestern den Tag gegen Lärm hatten. Ich denke, wir sollten als Stadtgesellschaft den Lärm nicht als fixe Größe nehmen. Klar kann man auf der Bahnseite da relativ wenig machen, aber ich denke, auf der Straßenseite der Orleansstraße, umso weniger Autoverkehr wir da zulassen, umso ruhiger wird es auch. Und das sollte, denke ich, ein Ziel auch der weiteren Planungen sein. Ja, noch ein Blick in die Runde. Herr Schmidt, Frau Weidner, wollen Sie dem Ganzen noch was anfügen? Dann hätten Sie jetzt noch Gelegenheit. Ja, ich fand die Fragen sehr, sehr qualitativ und ich freue mich, dass ich damit noch beitragen konnte, den Entwurf noch besser zu verstehen. Ich kann nur mitgeben, dass es sehr sowohl von der politischen Seite her in dem Wettbewerb als auch von der Eigentümerseite her hier einfach ein großes gemeinsames Wollen um diesen Entwurf gab und dass wir von Seiten der Stadt davon ausgehen, dass es hier auch eine sehr, sehr gute Lösung ist und eine Bereicherung für den Stadtteil Haidhausen an dieser Stelle.
Und die Anregungen nehmen wir gerne mit, sowohl der Herr Schmidt in der Umsetzung dann seines Vorhabens, aber auch all dessen, was wir im Detail auch noch in unserem Bebauungsplan regeln können. Also danke für die vielfachen Fragen und genau. Herr Schmidt. Ja, ich kann mich eigentlich genauso anschließen an die Worte von der Frau Weidner. Herr Spengler und die Damen, die uns moderiert haben, vielen Dank für die Veranstaltung und allen Bürgerinnen und Bürgern. Vielen Dank auch für die Anmerkungen und die Fragestellungen. Ich habe das schon vorher gesagt, es ist uns ein Anliegen, mit dem Bezirk und mit dem Stadtteil im Austausch zu sein und hier uns einfach auch die verschiedenen Aspekte mit ins Projekt zu holen. Von daher von meiner Seite vielen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten für diese Veranstaltung und für diesen Austausch. Ja, ich sage auch vielen Dank an allererster Stelle an unsere Bürgerinnen und Bürger, die hier die Fragen auch mitgestellt haben, was wäre eine Bürgerbeteiligung ohne eine Beteiligung der Bürger. Also von daher war das eine ganz tolle Geschichte. Vielen Dank an das Team von der Frau Weidner, die diese Veranstaltung heute organisiert haben. Vielen Dank, Herr Schmidt, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, uns da die Details zu erklären. Dann wären wir mit der Veranstaltung am Ende. Ja, nochmal ein großes herzliches Dankeschön. Ich denke, es war eine gelungene Erörterungsveranstaltung. Dann bleibt mir noch vom Bezirksausschuss, im Namen des Bezirksausschusses, weiterhin gutes Gelingen mit dem Bauvorhaben an alle Beteiligten weiterzugeben und wünsche allseits einen schönen Abend und alles Gute. Wiederschauen.